dass diese Verfolgung überhaupt möglich ist, obwohl alle zum CIA gehören, zu CFR, zur Atlantikbrücke, zu Bilderberg, ist einem anderen Mann zu verdanken, das ist General Rogers, als Chef der NSA. Der hat also über viele, viele, viele Jahre die Informationen über jeden Menschen der Erde durch das Abhörsystem der NSA. Und wir haben es zu verdanken General Flynn, einer der wichtigsten Männer auf der Welt derzeit, der den letzten funktionierenden Geheimdienst Amerikas steuert. Er war langjähriger Chef der Navy, des Navy-Geheimdienstes, der derzeit den CIA der USA reformiert. Jetzt denken Sie bitte wieder nicht, dass der CIA der USA etwas mit der USA zu tun hat. Dieser CIA, der unter Obama noch funktionierte, wurde gesteuert von der Schweiz, vom Schweizer CIA. Und dieser Schweizer CIA wiederum ist verheiratet mit dem Mossad. Die zwei haben alle Geheimdienste der Welt kontrolliert, immer unter Kontrolle der Jesuiten. Das ist der größte Geheimdienst, den es überhaupt gibt. Im Jahr 1900 hatte der Geheimdienst der Jesuiten 25.000 Menschen. Da könnt ihr euch vorstellen, dass der also heute, nein, nicht heute, heute nicht mehr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, mindestens 3, 4, 5 Millionen Menschen hatte, unter Kontrolle hatte. Und dieser Jesuitenverein regiert die Welt seit Jahrhunderten, und das vom letzten Dorf in China bis zum letzten im Feuerland. Zu Hilfe kommt dem Jesuitenverein die gesamte Organisation der katholischen Kirche. Das sind ungefähr 100 Millionen Priester. Die Priester nehmen alle die Beichte ab. Und selbstverständlich beichten die Priester ihrem Bischof oder ihrem Beichtvater. Und der Beichtvater beichtet seinem Kardinal, und der Kardinal beichtet in Rom. Sodass die wesentlich perfekter waren als der CIA oder der NSA. Aber die haben es noch mit Karteikarten gemacht. Und heute ist das eben unter Kontrolle des NSA gewesen, und der ist abgespalten, der gehört nicht mehr zum Vatikan.